Herzlich willkommen zur heutigen Techniktrainingseinheit. Wir starten gleich mit der ersten Übung, Ball hochhalten. Nimmst du den Ball in die Hand? Ne? Rechts, links, links, rechts. Heißt, lässt ihn einmal fallen, rechts, links und fängst ihn wieder. Und danach links, rechts. Und dann wieder rechts, links. Okay, probieren wir einfach. Und los geht's. Probier's. Ja, ist in Ordnung, komm. Bisschen höher spielen, super, sehr gut. Macht nichts. Jawohl. Macht nichts und wieder den Ball einfach schnappen. Das ist keine einfache Übung. Wenn man noch jung ist, einfach weitermachen. Oft üben, ja, zu Hause auch so mal. Ja. Wieder nicht mit dem Fußspitze, sondern versuch's mit dem Spann, okay? Ja, genau so, mit dem Spann, mit Gefühl nach oben. Komm. Nicht zu hoch, aber schon Gefühl. Komm, los geht's. Ja, weiter geht's. Okay, passt. Dann Arme kreiseln nach hinten, rückwärts. Nach rückwärts. Ja, genau. So. Und schnell. Ja, einfach durchschwingen lassen. Komm. Gut so. Komm, gestreckt, lass deinen Arm gestreckt. Schau mal, welche wird hier hinten. Gehst du mal so, du willst gestreckt bleiben. Durchgestreckt, ja genau. Machst du auch auf Schwimmen, oder? Gehst du auch auf Schwimmen. Okay, passt, wieder Ball hochhalten. Ja. Komm, schneller, du hast nicht so viel Zeit. Ja, mit dem Spann hochspielen, komm. Mit dem Spann hochspielen, gut so. Mit dem Spann, nicht mit der Fußspitze, mit dem Spann, ja. Man muss halt lernen, wie man den Ball genau wirft, wie man den hochspielt, keine einfache Übung. Sehr gut, super, ganz stark. Jawohl, jetzt hast du es raus. Schön mit dem Spann hochspielen, genau. Super, weiter geht's, macht nichts, ja. Ist nicht so einfach, vor allem mit links. Machst du gut, weiter geht's, komm. Passt und wieder rückwärts kreisen, den Armen. Ja, gestreckte Arme. Ja, und Tempo. Und schön schnell, sehr gut. Gestreckt, links gestreckt, lass dann, komm. Nach hinten, ganz nach hinten links, komm. Ganz nach hinten, hinten, komm. Ja. Und nacheinander, ja. Das ist nicht ganz so einfach, koordinativ, machst du gut. Ja, der war stark mit links. Schön nach hinten gehen. Jawohl, und jetzt mit rechts auch durchstrecken, komm. Weiter. Und ein letztes Mal Ball hochhalten. Komm. Weiter geht's. Mit dem Spann. Ja, genau so. Siehst du, mit dem Spann ist gut. Nicht Fußspitze. Mit dem Spann. Probier's, ja. Macht nichts, komm. Machst nichts, du übst es, du lernst es gerade. Kannst das Training ja noch zu Hause noch ein paar Mal machen. Und passt und wieder Arme kreisen. Und los geht's. Genau, ich zeige dann schon mal die nächste Übung. Die nächste Übung ist ziehen hinten rum, ziehen Fußwechsel. Heißt, wir machen hier so ein ziehen hinten rum, danach ein ziehen Fußwechsel. Ich zeige es auch nochmal. Die solltest du schon kennen aus den Trainingseinheiten davor. Falls nicht, fang lieber am Anfang der Playlist an, falls das alles für dich ein bisschen zu schwer ist. Komm, Power nochmal, 5 Sekunden Power. Komm, nach hinten, andersrum, nach hinten. Und passt. Also, nächste Übung. So, und das ist eine Übung, wo man nur mit dem linken Fuß jetzt ziehen, hintenrum macht und nur mit dem rechten Fuß dann zum Beispiel ziehen, Fußwechsel. Wir wechseln danach die Seite. Ziehen hintenrum, ziehen Fußwechsel, ziehen hintenrum. Ziehen Fußwechsel und danach machen wir es andersrum. Mit rechts ziehen hinten rum, mit links ziehen Fußwechsel. Okay, bist du bereit? Und los geht's, komm. Ziehen hinten rum, mit links ziehen Fußwechsel mit rechts. Jawohl, und schön nach vorne spielen. Und ziehen Fußwechsel nach vorne spielen, komm. Ja, und jetzt nach vorne spielen. Ja, genau, nachgehen. Sehr gut. Und alles nach vorne spielen. Ja, ziehen und nach vorne spielen, komm. Weiter geht's.
Ja, gut, komm. Wieder ein bisschen sprunghafter, komm. Jawohl. Bisschen den Ball weiter unten treffen. Jetzt weiter unten treffen. Ja, schön nach vorne spielen. Und dann andere Seite. Los geht's, komm. Mit rechts ziehen hinten rum, mit links ziehen, Fußwechsel. Gut so. Ja. Nee, ziehen hinten rum, ziehen Fußwechsel. Ja, Standbein muss weiter vor beim Ziehen hinten rum, komm. Nein, da ziehen Fußwechsel mit links, komm. Jetzt Standbein weiter vor, ziehen hinten rum, ziehen Fußwechsel. Standbein weiter vor, ja genau, ziehen hinten rum, dreh dich ordentlich und ziehen Fußwechsel. Komm, und sauber nach vorne spielen. Ja, gut machst du das. Ja, sehr gut. Spielen, lass sie ein bisschen weiter rollen und dreh dich noch komplett. Komm, lass sie ein bisschen weiter rollen, geh rüber, ja, und dann ziehen Fußwechsel. Und den mehr zurückziehen, komm. Sehr gut. Passt. Dann in der Pause machen wir so ein Sprunggelenkskippen. Das heißt, wir stellen uns so beiden Füßen auf, gehen so weit hoch mit den Fersen, wie es geht, kommen zurück und gehen mit dem Vorderfuß so weit hoch. Und nur schön langsam. Ja, hoch, hoch, hoch und kurz halten. Hoch, hoch, hoch und kurz halten. Ja, und noch höher. Komm, richtig hoch, kurz halten. Langsam zurück, hoch, kurz halten. Ja, genau. Und halte auch kurz. Jetzt auch kurz halten. Hier. Und passt. Und machen wieder, ziehen hinten rum, ziehen Fußwechsel. Komm, mit links ziehen hinten rum, mit rechts ziehen Fußwechsel. Auf geht's. Komm, ziehen hinten rum. Ziehen Fußwechsel. Ja, genau, das ist gut. Das schaut schon dynamisch aus. Ja. Auf geht's, komm. Schön schnell. Na, ja, gut machst du das. Bap, komm. Versuch's ein bisschen schneller, wenn es geht. Du kannst es schneller, komm. Na, wir wollen immer versuchen, wenn wir es schon gut können, natürlich schnell auch auszuführen. Jawohl. Weiter nach vorn spielen. Und jetzt weiter nach vorn spielen. Komm. Ziehen hinten rum, mach ein paar Zwischenschritte. Nicht sofort nehmen. Ziehen hinten rum, paar Zwischenschritte, komm. Und andere Seite. Ziehen hinten rum, paar Zwischenschritte, jawohl. Komm, du kannst auch das Ziehen Fußwechsel ein bisschen schneller machen, oder? Ja, ja, mit umspringen, sehr gut. Ja, genau, ein paar Zwischenschritte, Mehmet, komm. Was sind Zwischenschritte? Naja, du spielst, du machst ein paar Schritte dazwischen, ohne den Ball zu berühren. Genau. Und dreh mal ordentlich auf den Ball. Jetzt, ja. Ja, genau, von oben. Sehr gut. Ja, ein paar Zwischenschritte und ziehen Fußwechsel. Komm. Und wieder Sprunggelenkskippen. Los geht's. Jawohl. Schau mal, Mehmet, wir wollen hier. Mach weiter. Ziehen hinten rum, bisschen nachgehen und dann zurückziehen und springen. Komm, wir wollen alles bisschen mit nachgehen. Ich gehe hier nach. Ich gehe hier ein bisschen nach, okay? Und alles ein bisschen dynamisch machen, mit ein bisschen nachgehen und umspringen hier. Zack, zack, ich lehne mich ein bisschen rein, gehe ein bisschen nach, zieh zurück und gehe hier nach vorne. So schaut die Übung gut aus, okay? Probier das mal. Geh ruhig auch hier hin, los geht's, komm. Zwischenschritte, komm. Nachgehen mit Zwischenschritten, nachgehen, komm. Und nachgehen, ja. Und nachgehen, komm. Ja, ziehen hinten rum und nachgehen. Ordentlich ziehen hinten rum weiter vor. Nein, ziehen Fußwechsel, komm. Ja, genau. Gut machst du das, komm. Nachgehen. Ziehen Fußwechsel. Ja. Und ziehen hinten rum musst du viel weiter wegspielen, komm. Und immer nachgehen. Und geh nach, komm. Und geh nach. Ja, genau, super. Und geh nach. Und passt, andere Seite, komm. Andere Seite. Ziehen hinten rum mit links, jetzt komm. Und nachgehen. Und Zwischenschritte dazwischen, komm. Ziehen Fußwechsel, gut so. Nachgehen. Mach weiter, komm. Und geh nach vorne, ja. Spiel weit rüber und geh nach. Ja, genau. Spiel weit hin und geh nach, komm. Und geh nach, Mehmet. Ziehen Fußwechsel, komm. Gut machst du das, okay? Weiter geht's. Gut so. Passt, dann wieder Sprunggelenkskipp. Ja, sehr gut machst du das. Und schön hoch. Und jetzt vorne hoch und kurz halten. Ja, genau. Als nächste Übung springen wir dreimal in die Luft mit so gestreckten Beinen, fast durchgestreckten Beinen. 1, 2, 3. Und dann landen wir tief, indem wir Brust raus, Po raus, mit den Knien weit nach vorne. So,
tief landen und dann wieder 1, 2, 3 und tief landen. Das machen wir die ganze Zeit. Passt. Dann nächste Übung. Komm, 3x3 Pogo-Jumps. 1, 2, 3 und tief landen. Ja. Und wieder 1, 2, 3 und tief landen. Ja. Schön tief und Brust raus. Genau, super. Und die Pogo-Jumps schön hoch. Komm. Höher, 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 höher. Jawohl. Hoch, 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 höher, höher, höher. Komm. Ja, super. Und die gehen höher. Komm, höher, 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 höher. Ja, und tiefer landen. Sehr gut machst du das. Super. Kannst die Arme auch so ein bisschen mitnehmen. Ja, aber nicht so fest mit der Ferse in den Boden. Passt. Kurze Pause. In der Pause machen wir ganz normal Armkreis mit beiden Armen. Schau, welche, wir wollen nicht so landen. Du landest so. Wie so ein Elefant. Wir wollen mehr so leicht landen. Wie so ein Schmetterling. Schau. So. Und schau über den Vorderfuß. Und dann, indem du, wenn du auf den Boden aufkommst, dann federst du hier dein Gewicht ab, okay? Das ist wichtig. Komm, ganz groß weit nach hinten. Schau, 1, 2, 3 und leise runter auf den Weg, okay? Und los geht's. Komm, dann nochmal springen. Hoch, hoch, hoch und leise landen. Ja, hoch, hoch, hoch. Super. Und Brust raus beim Landen. Ja, Po zurück, Brust raus. Ja, der war ganz stark. Sehr gut, super machst du das. Soll ich nur noch die Sprünge ein bisschen höher machen? Ja, genau, so soll das ausschauen. Und fest landen, komm, lande und warte kurz, ja. Und warten, ja. Ja, höher wieder springen und Brust raus, komm. Ja, super, Brust raus, Po zurück, Knie nach vorne. Ja, mit den Füßen kannst du ein bisschen weiter auseinander gehen, wenn du möchtest beim Landen. Und passt, mal noch ein letztes Mal Armkreisen nach vorne. Und dann nochmal die Sprünge und dann haben wir es auch schon für heute geschafft. Ja, super hast du es gemacht. Ja. Langsam wird es anstrengend. Für mich wird jetzt schon die dritte Einheit heute. Ich drehe natürlich immer 4 Einheiten auf einmal. Du kannst auch gerne mal Einheiten öfters machen, Einheiten hintereinander. Gut machst du das. Komm, durch die Nase einatmen. Noch ein letztes Mal mich mit Sprünge. Okay, auf geht's. Komm, 3-mal hochspringen und leise landen. Ja, du willst natürlich schon vorne landen, aber danach geht deine Ferse auch auf den Boden. Und ein bisschen breiter beim Landen, okay? Ja, genau. Los geht's. Komm, hoch, hoch, hoch und landen. Ja, gut so. Alles gut? Ja. Ja. Dann machen wir noch zu Ende. Komm. Jawohl. Und stopp. Ja. Sehr gut. Schön Brust raus. Ja, super machst du das. Und passt. Stark gemacht. Ich kann kurz was trinken, wenn du möchtest. Na, ist natürlich nicht einfach. Wichtig ist, dass du trotzdem Gas geben, durchhalten bis zum Ende. Wenn es dir schwerfällt, mach's nochmal. Ja? Wenn dir die Technikübungen schwerfallen, öfters damit trainieren, öfters die Übungen machen. Und auch so, wenn du hier bei diesen Übungen, die ja mehr für die Kraft sind, auch Schwierigkeiten hast, kein Problem. Entweder geh weiter vor in die Playlist, fang mit dem ersten Training dort an und arbeite dich da nochmal durch. Oder mach einfach die Trainingszeiten auch öfters. Es wird dir mit der Zeit immer leichter fallen. Das war's mit dem Techniktraining für F-Jugend, E-Jugendspieler. Sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.